Ja, so sah das aus vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Eine Gruppe von Menschen war erschienen mit Fackeln und rief unter anderem Frieden, Freiheit, keine Diktatur, machte einen Haufen Krach. Es gab viel Empörung darüber. Die Gruppe, die dahinter steht, nimmt für sich in Anspruch zu protestieren, vielleicht auch von dem grundgesetzlich geschützten Versammlungsrecht Gebrauch zu machen. Und in den Medien war die Rede davon, dass hier Verstöße gegen das Versammlungsrecht, vielleicht auch gegen Corona-Auflagen geprüft würden. Was mich allerdings wunderte, ist, dass so wenig eigentlich der naheliegende Straftatbestand problematisiert oder diskutiert wurde, nämlich der Paragraph 125 StGB. Und den wollen wir uns heute etwas näher anschauen, weil er nicht so geläufig ist. Die meisten Leute können sich unter dem Begriff Landfriedensbruch nicht sofort etwas vorstellen. Anders als bei Hausfriedensbruch könnte man denken, Landfriedensbruch wäre, wenn man ein Grundstück betritt. Aber der Landfriedensbruch ist was ganz anderes, auch eine ganz andere Hausnummer, was die Strafrahmen betrifft. Also der 125 hat also eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren vorgesehen, ist insofern das stärker bestrafte Delikt, stärker noch als Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, wo normalerweise nur Freiheitsstrafen bis zu 1 Jahr draufstehen. Das gleiche gilt auch für Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz. Da sind wir eher in einem Bagatellrahmen unterwegs. Also so könnte man das sagen bei Freiheitsstrafen bis zu 1 Jahr oder Geldstrafen. Schauen wir uns den Straftatbestand also genauer an und überlegen mal, ob er auf diesen Fall Anwendung finden könnte. Da haben wir ja beim objektiven Tatbestand 2 Alternativen. Erstens Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Sachen oder alternativ dazu Bedrohung von Menschen mit einer Gewalttätigkeit. Und man sieht man natürlich, dass Nummer 2 leichter zu verwirklichen ist als Nummer 1. Ob hier Gewalttätigkeiten begangen wurden, wissen wir nicht ganz genau. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Steine fliegen, Molotow-Cocktails oder wenn Gegenstände angezündet werden. Mit den Fackeln wäre das durchaus naheliegend. Aber die Bedrohung setzt eben noch nicht voraus, dass tatsächlich ein Schaden eingetreten ist. Aber es muss damit gedroht werden. Und jetzt kann man sich fragen, ob das bloße Vorhandensein von Fackeln und dieser lautstarke Aufmarsch bereits ausreicht für eine Bedrohung. Das muss ein Gericht oder die Staatsanwaltschaft zunächst einmal beurteilen. Ich halte es jedenfalls nicht für so abwegig. Man sollte sich allerdings vielleicht etwas mehr als nur diese 10, 20 Sekunden aus dem Video, was hier auf dem Twitter-Account von Antifa Zeckenbiss geteilt wurde, ansehen. 26 Sekunden hat dieser Clip. Da wäre es interessant, ob zum Beispiel die Menge auch Forderungen oder Bedrohungen skandiert hat. Wir brauchen eine Menschenmenge. Menschenmenge 10 bis 15 Personen. Die Rechtsprechung sagt, es müssen so viele Menschen sein, dass es nicht darauf ankommt, ob eine einzelne Person hinzukommt oder wieder weggeht. Und jetzt haben wir das Merkmal der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Das ist zum Beispiel dann gegeben, wenn eine Vielzahl von Personen bedroht wird, aber auch wenn sich die Bedrohung oder Gewalt gegen eine einzelne Person stellvertretend für andere Personen richtet oder wenn zu befürchten ist, dass hierdurch Nachahmungstaten begangen werden, dass sich also die Gefahr ausbreitet von einem rein individuellen Rechtsgut. Und das könnte hier deshalb gegeben sein, weil es sich ja nicht um eine private Racheaktion gegenüber einer Person handelt. Ja, tatsächlich, das könnte dazu führen, dass 125 nicht gegeben wäre, sondern weil hier ja gerade eine demokratische Repräsentantin der Landesregierung bedroht werden soll. Das ist wohl Zweck oder auf sie eingewirkt werden soll. Ob es eine Bedrohung ist, kann man nochmal, muss man sich näher anschauen. Hier also kein so großes Problem mit dem Merkmal der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Vereinte Kräfte, nun, das erfordert also ein Zusammenwirken von mehreren Leuten, zum Beispiel eben durch Sprechchöre oder das gemeinsame Auftreten mit den Fackeln, wie es einem gemeinsamen Tatplan entsprach. Und dann muss die Zusammenwirkung der Leute als Täter oder Teilnehmer vorliegen. Das bedeutet, dass sie sich vorher auch mit dem entsprechenden Tatvorsatz abgesprochen hatten, so aufzutreten. Das kann dann kritisch sein oder nicht gegeben sein, wenn sich aus einer Gruppe spontan Straftaten ereignen. Man hat häufig die Situation, dass also eine Gruppe normal demonstriert und dann aus der Gruppe heraus Gewalttaten verübt werden. Und dann fragt man sich, ob alle mitgehangen, mitgefangen sind oder
Ob es notwendig ist, dass sich die Leute davon distanzieren, da ist die Rechtsprechung schon ein wenig strenger und erfordert, dass die Leute eigentlich von vornherein wussten, was sie machen. Hier könnte das etwas schneller zu bejahen sein, weil sich die Leute ja jetzt ganz bewusst dort versammelt hatten. Das war also nicht der Aufruf zu einer gewöhnlichen Demonstration, die auch angemeldet war, sondern man wollte dort genau vor diesem privaten Wohnhaus auftreten und einen Eindruck vermitteln. Die Einwirkung auf die Menschenmenge mag hier wohl nicht so sehr eine Rolle gespielt haben, weil es jetzt nicht mehrere Gruppen gab, wo quasi von außen auf die Menge eingewirkt wurde, sondern hier sind die Leute als Akteure vorne aufgetreten. Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre, das ist schon ein ziemlich robuster Rahmen, aus dem man vorgehen könnte, wenn man denn wollte. Heute hat ja im Deutschlandfunk der sächsische Innenminister gesagt, man wolle gegen Demonstranten nicht mit polizeilicher Gewalt auftreten, jedenfalls nicht gegen Querdenker. Da kann man sich schon ein wenig fragen, wie will denn der Staat sonst vorgehen gegen Demonstranten, zumal wir ja oft genug sehen, dass es woanders funktioniert. Der Innenminister hatte wortreich ausgeführt, welche Aktionen man überall durchführt und wie viele Überwachungsmaßnahmen, Beschützungsmaßnahmen und so weiter man durchführt. Man wird aber gleichwohl den Eindruck nicht los, dass die Möglichkeiten des Staates im Freistaat Sachsen vielleicht nicht im gleichen Umfang gegenüber Querdenkern ausgeübt werden wie anderswo. Aber das kann man sich sicherlich näher betrachten und analysieren. Das, was da bei der sächsischen Gesundheitsministerin vorgefallen ist, ist sicherlich eine neue Qualität. Bin gespannt, wie die Justiz damit umgeht. In diesem Sinne, bleibt gesund.